Am 18. September 2021 war es wieder soweit. Das zweite Kraftlackl-Fest in Oftering konnte wieder durchgeführt werden. Und auch wir machten einen Kurzbesuch am Ende des Festes. Bei freiem Eintritt war dieses Fest mit einem großartigen Kinderprogramm ein Erlebnis für die ganze Familie. Also das Kraftlackl-Festival ist ein Festl, da gibt es Kraftbiere, es gibt verschiedene Biere, es gibt Most, es gibt Wein, aber meistens von den Erzeugern selbst, die da sind und das hergeben. Unsere ganzen Vereine aus Oftering wirken damit, vom Bratwürstel bis Schmalzbrot über Schnapsal, da wird alles angeboten. Und heuer ganz besonders nett ist, dass wir wirklich einen Vergnügungspark für die Kinder haben, der absolut gratis für die Kinder ist und, wenn man sieht, viel Spaß macht. Musikalisch umrahmt wurde das Fest von der Gruppe Los Capaleros. Ein Ereignis, das sich auch Landesrätin Birgit Gersthofer nicht nehmen ließ. Ist sie vielleicht auch eine Kraftlackl in? Ja, wenn Birgit Gersthofer hier in Oftering bei einem Kraftlackl-Fest ist, dann kann ich mich natürlich auch als Kraftlackl bezeichnen, weil ich in den letzten Jahren in meinem Aufgabengebiet als Soziallandesrätin sehr viel weitergebracht habe, insbesondere in der Pflege, aber auch den Zuwachs an Plätzen, Wohnplätzen für Menschen mit Beeinträchtigungen. Und diesen Weg werde ich fortsetzen, möchte ich fortsetzen, soziale Sicherheit in Oberösterreich für die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Ist der Bürgermeister auch noch immer ein Kraftlackl? Ja, mir geht es ganz gut dabei. Es ist tolle Stimmung. Wir haben alles versucht, um unseren Oftringerinnen und Oftringern was zu bieten, besonders auch den Kindern. Haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, damit das ein richtig gemütlicher Tag wird. Und wir freuen uns, dass wir wieder zusammenkommen können, dass wir mit den Leuten schwätzen können und reden können. Das war jetzt leider lange nicht möglich, aber es ist ganz, ganz toll und ich freue mich, dass so viele Leute gekommen sind. Nach dem Motto, alle guten Dinge sind drei, wird es hoffentlich auch in Zukunft das dritte Kraftlackl-Fest in Oftering geben.